ein Anekdötchen zum Abschied? Ich bitte darum. Also, fragt die Gastgeberin dem Psychiater, woran erkennen Sie, ob ein Mensch geistesgestört ist? Nun, antwortet der Psychiater, ich stelle ihm die Frage, Captain Cook machte 3 Weltreisen. Auf einer davon starb er. Auf welcher? Müssen es denn unbedingt historische Fragen sein, antwortete die Dame des Hauses. No. Nun los einmal, komm in die Hufe, es gibt Abendessen. Du musst die Pauline füttern. Herr Doktor, es war mir eine Ehre. Moment, Oma Rückert, ich begleite Sie doch wie immer zur Straße. Hoffentlich kommen Sie dabei nicht aus der Puste. Wer ist denn Pauline? Das ist doch Ihre Schwester, sie teilen sich ein Zimmer im Pflegeheim. So, vielen Dank für Ihren Besuch. Es war wieder eine große Freude. Schönen Gruß an Pauline. Danke, danke. Was, Sie gehen in Urlaub? Ja. Na sowas, da sehen wir uns ja 2 Wochen gar nicht. Nicht in Privataudienz jedenfalls. Aber Sie können ja zur Hochzeit kommen. Zur Hochzeit? Hm? Wer heiratet denn? Ich. Wen? Meine Frau. Oh, na hoffentlich ist sie nicht eifersüchtig auf mich, sonst gibt das ein Drama. Ist er denn überhaupt ehetauglich? Natürlich nicht, Alma. Aber heutzutage heiraten ja schon die Schulkinder. Ja. Hast du deinen Schnaps bekommen? Aber ja, das vergisst er nie. So, die Pauline wartet. Tschüss miteinander. Tschüss. Tschüss. Wird sie denn nicht mit den anderen zusammen im Heim medizinisch betreut? Ja, das wäre möglich. Aber sie will ein Ziel haben. Was? Ja, für einen Spaziergang. Aber sie kann doch kaum noch gehen. Eben. Aber wenn sie gar nicht mehr geht, dann wird sie bald ganz lahm. In der Praxis, da plaudern Sie doch nur mit ihr. Ja, ja. Sie erzählt ihre Witzchen, ihre Anekdoten. Und dann geht sie wieder Pauline zu betreuen. Die ist wohl noch älter, was? Nein, 8 Jahre jünger. Aber sie hält Alma in Schwung. Manche sind eben mit 80 jung, andere mit 20 alt. Aha. Ja, das geht natürlich nicht für Sie. Auf Wiedersehen, Herr Doktor. Wiedersehen. Tja, Urlaub. Da wissen Sie wohl gar nichts mit sich anzufangen, was? Ach so. Ja, dann nehme ich natürlich alles zurück. Der ist nicht von hier, was? Nein, Medizinstudent aus Hamburg. Medizinstudent? Ja. Ja, Sie werden sich doch nicht ernstlich mit einem Mediziner einlassen. Warum denn nicht? Mit Ihnen bin ich doch auch fertig geworden. Ich bin durchtrainiert. Danke, freut mich. Schönen Urlaub. Danke. Ach, Herr Doktor. Ihr Schild hängt schief. Swatch gefällt mir gar nicht. Wieso? Er wird dick und rund. Ob was mit seiner Verdauung nicht in Ordnung ist? Ach was. Schau doch hin. Ein krankes Pony springt doch nicht so lustig in der Gegend herum. Hast du auch wieder recht. Du sag mal, wolltest du nicht zum Pastor? Ja, bin schon unterwegs. Guten Tag, Frau Mathiesen. So, da wären wir. Darf ich vorstellen? Komm, bitte, kommen Sie rein. Danke. Frau Mathiesen? Ja, Frau Mathiesen. Hier ist dein Zimmer. Das erste, ein kleines Zimmer nur. Bitte. Ja, bitte. Direkt. Vorhin links ist eine Wohnküche, eine sehr gemütliche. Und weiter geradeaus ist das Bad. Na ja, darf ich? Natürlich. Gibt's denn hier nur ein Badezimmer? Ja, leider, aber eine separate Toilette vorne. Was meinst du? Tja, ich weiß nicht. Das ist ein bisschen weiß. Sehr trist. Muss tapeziert werden. Seitentapeten. Na, so lassen wir das auf gar keinen Fall. Das Einzige, was mir hier gefällt, ist die Aussicht und die Terrasse da oben dran. So. Na, dann schenken wir doch die Aussicht. Ich korrigiere mich. Es gefällt mir auch, dass ich nur um die Ecke habe und schon vielleicht bei dir. Ja, aber du musst zu Fuß gehen, ne? Hm? Sonst sieht deine Frau den Wagen vor der Tür stehen. Herr Leutner, was sollen diese Bude hier an Miete kosten? 2.150 Kalt. Ach ja.
Das schaffen wir doch nie. Kalt, sagten Sie? Also müssten noch Wasser, Heizung und Strom. Na natürlich, da kommen noch 500 Mark dazu, bitte. Gerne. Das ist über den Daumen gepeilt. Eine Verdienstbescheinigung ist beizubringen. Die letzten Kontoauszüge und 6 Monatsmieten sind im Voraus zu entrichten. Herr Leutner? Ja? Sagen Sie mal, kann man denn da oben noch ein Außenkamin anbringen und eine Trennwand? Auf Ihre eigenen Kosten natürlich, aber Sie müssen alles wieder abreißen, wenn Sie eines Tages ausziehen. Und nach hinten raus ist ein Kinderspielplatz, da toben die herum wie behindert. Müssen die aber auch behindert sein. Elfriede, komm doch mal her und sieh dir das an, die Fenster klemmen ja sogar. Ach du liebe Zeit, auch das noch. Wisst ihr, das ist zu groß und zu teuer. Ach, nur sei nicht so knauserig, hä? Nee, wir nehmen uns eine schöne, kleine, schnucklige Apartment. Mhm. Aber die hat keine Terrasse. Ach, na, Terrasse brauchen wir doch nicht. Ich wohne doch zusammen bei dir. Na ja, das ist... Raus. Los, raus. Raus aus meiner Wohnung. Bitte, bitte gehen Sie. Raus, außer Ihnen. Sie sollen die Wohnung haben. Aber Frau Mathisen, das haben Sie doch nicht zu entscheiden. Das ist wirklich sehr nett, aber... Das ist uns zu teuer. Bitte gehen Sie raus aus meiner Wohnung. Bitte. Sie haben den Mietvertrag gekündigt und ich bin vom Hausbesitzer beauftragt, jemanden zu suchen. Das wäre mal ja, so einfach. Die Kündigung zurück. Ja, ja, so einfach geht das nicht. Bitte um Ihr Verständnis, meine Herrschaften. Bitte rufen Sie mich morgen im Büro an. Ich werde versuchen, die Sache zu klären. Ich denke gar nicht. Plötzlich in Panik. Nanu, ein seltener Gast in diesem Hause. Ich weiß. Aber ich muss mit Ihnen reden, Pastor. So, na gerne. Worüber denn? Pastor, wir möchten wieder von Ihnen getraut werden. Anne-Marie und ich. Hier in der Kirche. Und ihr wollt das wirklich beide? Habt euch das gut überlegt. Es ist das Zweite. Ich meine, wer leichtfertig auseinandergeht, der rückt auch leichtfertig wieder zusammen. Falsch. Es war eine Art Probe, ja. Eine Probe, ob wir ohne uns können. Wir können nicht. Mensch, um das herauszufinden, war das alles nötig. Streit, Trennung. Es ist eben so gekommen. Aber jetzt wollen wir wieder heiraten. Und zwar hier, in Ihrer Kirche. Wir möchten es. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Es ist uns irgendwie wichtig. Doktor Carsten, ich höre es gerne, dass ihr den Segen Gottes wollt. Trotzdem, so einfach ist das nun auch wieder nicht, wie ihr euch das vorstellt. Ich müsste vorher ein ausführliches Gespräch mit euch führen. Nicht nur mit dir, mit beiden. Aber Pastor, darf ich Sie daran erinnern, dass Sie Mark Bohm auch die Trauung versagt haben? Und was für ein guter Ehemann ist aus ihm geworden? Das hast du mir gut gegeben, Doktor. Leider bin ich nicht unfehlbar. Doch ich kann auch nicht gegen meine innere Einstellung handeln. Zu wenig mit ihm gesprochen. Mit dem Boom. Und deswegen will ich ja jetzt mit euch reden. Mit beiden. Ich verstehe, Pastor. Und wann? Ja, wann möchtest du denn deine Frau heiraten? Hallo, Kerstin. Psst, sag mal leise. Was ist denn los? Mami weint. Wieso denn? Sie ist fix und fertig. Warum? Weil sie auszieht? Ja. Das weiß ich doch nicht erst seit gestern. Ja, aber heute ist erst richtig bewusst geworden, weil so viele blöde Leute da waren, die sich die Wohnung angesehen haben. Mit dem Makler. Ich verstehe nicht. Nur ein Badezimmer? Na, ich weiß nicht. Alles weiß, es ist ja scheußlich. Und hinten raus ein Kinderspielplatz, die toben ja wie Behinderte. Na, das ist ja durchgedreht. Wahrscheinlich hat sie auch plötzlich Angst vor ihrem eigenen Mut bekommen. Welchen Mut denn? Alles aufzugeben. Dich wieder zu heiraten. Sie war ja irgendwie ganz glücklich. Ach ja. Naja, das wirst du doch sicher verstehen.
Na, plötzlich begreift man, was man tut und gerät in Panik. Und all die Probleme mit den Möbeln, Strom und Wasser abmelden, ja, die Post nachbestellen. Ich verstehe. Ich habe sie jetzt erstmal eine Weile allein gelassen. Sie muss sich erstmal von dem Schock erholen. Sie ist seelisch richtig eingeknickt, verstehst du? Ja. Oh, du bist schon da, wunderbar. Tag, Annemarie. Tag. Ich messe gerade die Möbel aus, welche nach Dickelson passen und welche nicht. Ja. Was steht denn so trübsinnig rum? Kerstin, du musst auch langsam Übersicht gewinnen. Das will von langer Hand vorbereitet sein. Ach du lieber Gott, du, ich muss den Spediteur noch anrufen mit der Einlagerung. Was glaubst du, wo ich spinne? Nein, nein. Annemarie, ich... Ach, du bist es. Störe ich. Du Witzbold, ich bin nur etwas durcheinander, weil ich einen Klienten da habe, der innerhalb einer Woche geschieden sein will. Das geht ja noch. Aber innerhalb einer Woche heiraten zu wollen, also das ist ja wirklich ein Schreckdummer. Annemarie hat mir gesagt, dass du tatsächlich bereit bist, wieder unser Trauzeuge zu sein. Oh ja. Notfalls bin ich auch zum zweiten Mal euer gemeinsamer Scheidungsanwalt. Allerdings nur, wenn es mit deiner Verbannung in den Urwald verbunden ist. Ich habe nie an deiner Freundschaft gezweifelt. Gut, dann bleibt es bei den Kartons in den Kisten. Danke, wiederhören. Ach, Michael. Annemarie, ich habe einen Keller für dich. Circa 10 Quadratmeter. Da kannst du abstellen, was du willst. Du bist ein Schatz. Vielleicht überlege ich es mir noch und heirate doch dich. Das wäre sowieso die bessere Idee gewesen. Aber du liebst ja Konflikte und grenzenloses Chaos. Da ist Carsten geeigneter. Ja? Ja, ja, es bleibt bei der Kündigung. Jawohl. Nein, ich bin nicht verrückt geworden. Die Leute, die sich die Wohnung angesehen haben, sind verrückt geworden. Ja. Ja, auf Wiederhören. Ich bin der Hausbesitzer. Sag mal, Annemarie, wo sind denn jetzt die Papiere? Ich will zum Standesamt wegen dem Aufgebot. Ach, die habe ich noch nicht gefunden. Ich weiß nicht, vielleicht sind sie hier. Warum räumst du denn schon alles aus? Weil ich wissen will, was sie denn schrecken. Es ist übrigens hochinteressant. Ich habe dein Freischwimmerzeugnis gefunden und dann, ja, und dann die Karten von unserem ersten gemeinsamen Kinobesuch. Weißt du eigentlich noch, was gespielt wurde? Nein. Wahrscheinlich, wem die Stunde schlägt. Mann. Ja, oh ja, und dann habe ich noch deine ersten Liebesbriefe an mich gefunden. Und, ja, und dann ein Nacktfoto von mir. Ja? Zeig mal. Ist gut, ist gut. Ich muss mal wieder ein bisschen was arbeiten. Wir sehen uns dann heute Abend, ja? Ja. Tschüss, Michael. Tschüss. Ah, bitte, Tag. Tag. Hallo? Stöch? Ach, was glaubst du denn? Aber bleib trotzdem da. Tag. Hat Mami dir schon gesagt? Dass ich störe, ja. Tag erstmal. Nein. Ich muss mit nach Dickelson. Ich habe hier kein Zimmer. Ja, ist doch prächtig. Dann kannst du endlich bei mir in die Mansarde ziehen. Also, meine Eltern hätten nichts dagegen. Ach ja? Ja. Ja, dann störe sie aber nicht, wenn sie Schularbeiten macht. Hm? Moment, ich möchte auch noch ein Wort mitreden. Wieso? Du bist doch sonst eigentlich noch viel toleranter als ich. Bin ich ja auch. Das Wort, das ich mitreden möchte, lautet... Ja. Gut, ich mache uns was zu essen. Nicht nötig, ich lade euch alle zum Essen ein. Hier ist es ja. Was? Das Familienbuch. Und die anderen Papiere. Ja, bei mir herrscht immer Ordnung. Stell dir vor, wir wollen heiraten und können nicht, weil die Papiere fehlen. Gehen wir? Nein. Ich mache es ganz kurz. Ja? Ach, Eike. Ja, wir wollen gerade essen gehen. Was für ein Termin denn? Ach so, Carsten, wann findet die kirchliche Trauung statt? Übernächsten Sonntag. Übernächsten Sonntag. Wie mir zumute ist? Na, ich zittere vor Erregung. Heiraten ist doch immer ein Abenteuer. Ach,
Karım doğum yapmak üzere. Köşeyi kaybol. Sancıları başladı, çok kötü durumda. Karım arabada doğum yapmak üzere. Köşeyi kaybol. Es ist ein Pony. Was sonst? Araba da... Ach, Sie bekommen ein Kind. Ich verstehe, Sie suchen die Klinik. Ja, also dann müssen Sie geradeaus fahren, dann rechts bis zur Mühle und dann links und wieder links. Das finden die nie. Ich komme mit. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Ich hoffe, ich habe alles dabei. Ja, wollen wir sehen. Sie waren schon einmal verheiratet? Ja. Ihre Frau auch? Ja, meine Frau auch. Der erste Mann Ihrer Frau hieß auch Mathiesen. Ja, natürlich. Ach, das ist natürlich. Natürlich ist das natürlich. Ihr erster Mann war ja ich. Ach, wie schön, das freut mich. Also eigentlich ist mir ja nicht gestattet, bei einem amtlichen Vorgang eine persönliche Meinung zu äußern, aber wenn Sie mir es gestatten... Ich bin für jede Auflockerung eines bürokratischen Vorgangs dankbar. Ich habe meine Frau dreimal geheiratet. Nein. Tja. Und? Ist es gut gegangen? Ja, beim dritten Mal, ja. Die erste Ehe... dauerte 7 Jahre und war eine Katastrophe. Die zweite Ehe, nach 3-jähriger Trennung, war nicht weltbewegend, wurstelte sich 4 Jahre so vor sich hin. Aber jetzt, die dritte, das reinste Glück, der 7. Himmel. Aha. Soll ich das so auffassen, den zweiten Versuch am besten zu überspringen? Nein, so habe ich das nicht gemeint. Und wie lange dauert Ihre dritte Ehe jetzt schon? Vorige Woche hat der Kollege von nebenan uns standesamtlich getraut. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ich finde es faszinierend, dass Sie als Standesbeamter selber so gern heiraten. Da wissen Sie ja, was Sie tun. Amtlich, meine ich. Also mit meinem Amt hat das gar nichts zu tun. Ich beurkunde ja auch Geburten, ohne selber 3-mal geboren worden zu sein. Die Frau hat 2 Kinder. Wollen Sie die adoptieren? Moin, moin. Guten Tag. Annemarie. Oh Gott, siehst du verloren aus. Meine schöne Wohnung. Was hast du? Eine schöne, schöne Wohnung. Wohin soll ich gehen, wenn du mal garstig zu mir bist? Ich bin doch nicht garstig zu dir. Sag mal, Annemarie. Hast du getrunken? Moment, Sie können hier. Die Möbelpacker räumen alles raus. Ja, ja. Jetzt mal ehrlich. Du hast doch getrunken. Ich fühle mich total einsam. Wisst ihr, der sagt zu mir, ich soll weggehen. Aus meiner Wohnung. Wie viel hast du getrunken? Hm? Sag mal. Oh, nicht viel. Auch nur zur Belohnung, weil ich die Möbel ausgemessen habe. Carsten, findest du es nicht auch unendlich traurig, dass du auch jahrelang hier gewohnt? Nein, Dekelsen lässt es sich doch auch leben. Komm mal bitte her. Ich muss an meine Linde denken, unten im Hof. Das ist eine Buche. Nein, ich rechthaberisch. Sie wurde angepflanzt, als wir hier eingezogen sind. Und jetzt ist sie groß. Haben wir uns diesen Baum jemals richtig angesehen? Sein Wachsen beobachtet, seine Herbstfärbung betrachtet. Was war es denn für eine Sorte? Wodka. Ach. Carsten, warum gehst du nicht auf mich ein? In einer Ehe muss man aufeinander eingehen, sonst verkümmert man. Ja, ja. Und wenn ich aufwache, sind wir Dekelsen. Ja. Hallo, Vater.
Kathi. Hallo, Kerstin. Du, ist Mami krank? Nein, nein, nur müde. Naja, hat die ganze Nacht gemessen und verpackt. Ja? Du hast die Zeitung schon gelesen? Nee, was gibt's denn? Na, guck mal rein. Bist du ganz im Staunen. So? Also wenn der Dröge das geschrieben hat, dann ziehe ich ihm die Ohren lang. Alte Dame. Was bin ich denn mit 80? Jetzt schon eine alte Dame bin. Nun reg dich nicht auf. Viel interessanter finde ich, wie du in das Türkenauto gekommen bist. Na, durch die Tür. Was dachtest du denn? Die waren auf der Durchreise. Da setzten die Wehen ein und sie haben nach einem Doktor gefragt. Du warst nicht da? Der Weg zur Klinik ist schwer zu beschreiben, du, zumal wenn man nicht Türkisch kann. Ja, da bin ich mitgefahren. Die beiden Mädchen haben schwarze Kulleraugen. So. Hm? Warum steigt Annemarie nicht aus? Sie schläft. Was gibt es sonst Neues? Ach, da fällt mir ein. Der Architekt war mit seinen Leuten zum Ausmessen da. Sollst ihn anrufen. Ja, gut. Das lasse ich abholen. Ich habe dem Trödler schon Bescheid gesagt. Pitt hat mir beim Ausräumen geholfen. Ja, woanders war kein Platz. Du, wie wär's denn erstmal mit einem kräftigen Frühstück? Hm? Keine schlechte Idee. Annemarie, wach auf! Deine Möbel kommen bald. Hilf mir beim Frühstück machen. Mutter. Oma! Oma, davon hast du ja noch gar nichts erzählt. Wieso denn? Was ist denn los? Ja, Mensch, komm doch mal her. Ja, guck doch mal. Jetzt weiß ich, was der Türke gesagt hat, wie er auf Zwunschis Bauch gezeigt hat. Aber wieso hat Zwunsch ein Baby gekriegt? Zwunsch hat doch gar keinen Mann. Also du machst vielleicht Sachen, Zwunschi. Und du hast gedacht, Zwunsch frisst zu viel. Und du hättest es eigentlich merken müssen, als Arzt. Nein, das ist nicht möglich. Annemarie, kümmere du dich dann mal um die Möbelleute, ja? Mach das Frühstück. Ja, genau. Also das muss ich jetzt wissen. Na, sieh mal da, ein Ponymann. Sag mal, schämst du dich gar nicht? Morgen, Frau Mathiesen. Meiner Schimpf. Warum soll er sich denn schämen? Er hat unserem Zwunsch ein Kind gemacht. Was Sie nicht sagen. Wollen Sie ihm Vorwürfe machen? Na ja, eigentlich schon. Er kann sich doch nicht einfach vor der Verantwortung drücken. Ein Kind kostet. Ja, Emil war ein paar Mal drüben. Das habe ich gesehen. Sie haben sich getroffen. Es ist ein Loch im Zaun. Und das ist Ihr Zaun. Emil heißt er? Ja. Wollen Sie Alimente einklagen? Fest steht, dass Ihr Emil auf fremdes Gebiet eingedrungen ist. Na ja, irgendwie kann man ihm natürlich nicht böse sein. Nur, nehmen Sie das Kind? Wie bitte? Das braucht doch seine Mutter. Oma, du wirst gebraucht. Ja, ich komme ja schon. Also irgendwie müssen wir uns da noch einig werden. Was ist denn hier los, um Gottes Willen? Annemarie hat sich bei der Kommode vermessen. Ach ja, um einen Zentimeter. Sie passt trotzdem nicht neben das Gästebett. Wo soll denn das nur alles hin? Stellen wir vorläufig auf den Dachboden. Auf den Dachboden? Da sollen die Sachen von Ratten und Mäusen angefressen werden. Das sind alles Erbstücke von meiner Großmutter. Wir haben keine Ratten und Mäuse auf unserem Dachboden. Wohin jetzt mit der Kommode? Also stellt das Ding in Gottes Namen erstmal in die Praxis. Das Ding? Was ist denn da drin? Meine Gardinen! Da willst du die etwa hier aufhängen? Die passen doch nie und nimmer, die sind doch viel zu klein. Hätte ich sie vielleicht in die Mülltonne werfen sollen. Wenn dein Sohn mir 3 Wochen früher gesagt hätte, dass er mich heiraten will, hätte ich die Neuanschaffung gar nicht erst gemacht. Übrigens, hast du deinen Schmuck noch nicht vermisst? Was für ein Schmuck denn? Wir sehen aus dem alten Sekretär. Die Möbelleute mussten noch die Fächer rausziehen. Ziemlich leichtsinnig, sowas in den Schubladen liegen zu lassen. Wo war der? Im alten Sekretär, hinter dem unteren Fach ist noch ein Geheimfach.
Ja? Hast du das nicht gewusst? Nein. Also, der kann nur von meiner Großmutter sein. Hm? Carsten, zieh dir das an. Ja, ja. Die Reichen werden immer reicher und die Armen immer ärmer. Auch der Alte. Wer ist denn das gleich noch? Keine Ahnung. Oh Gott, jetzt fällt es mir ein. Ja. Wir kennen uns, nicht wahr? Ja. Mathiesen. Ja, richtig, Dr. Mathiesen. Klissmann. Na, ja. Das überrascht mich überhaupt nicht. Sie sind jetzt Standesbeamter? Nein, 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 immer noch Familienrichter. Ja, ich bin privat hier. Ich habe gerade das Aufgebot bestellt. Sie heiraten? Na ja, vielleicht ein bisschen spät, was? Dazu gehört aber Mut. Ich meine, wo Sie beruflich hauptsächlich mit gescheiterten Ehen zu tun haben. Ja, also man könnte auch sagen, das ist Auffassungssache. Ich weiß, wie man es nicht machen darf. Das ist wahr. Warum haben Sie eben gesagt, das überrascht Sie gar nicht? Na ja, also ich konnte eigentlich nicht glauben, dass Sie damals wirklich geschieden sein wollten. Ihre Frau hat geweint und Sie haben sie getröstet und sie trugen beide noch ihre Eheringe. Was Sie da tragen, ist das noch Ihr Ehering? Ach so. Ja, ja. Er geht nicht ab. Ich kriege ihn nicht über den Knecht. Sie, Frau Mathiesen. Ich weiß nicht. Ich nehme an, ich setze ihn ab, sobald wir geschieden sind. Ja, wir sind nämlich hier, um geschieden und nicht um versöhnt zu werden. Natürlich wollen wir Freunde bleiben. Schon der Kinder wegen. Aber was sollte ich machen? Und jetzt wollen Sie wieder heiraten? Ja. Ja. Ich hoffe, wir sehen uns nie wieder. Ich meine, vor Gericht natürlich. Das hoffe ich auch. Meine herzlichen Glückwünsche. Danke. Danke. Ihnen auch. Ja, ja, Ihnen auch. Danke. Ach, und Ihr ehemaliger Scheidungsanwalt ist jetzt Ihr Trauzeuge. Ja. Entschuldigt, also wir sind hängen geblieben. Tut mir leid, alles etwas klein. Schwester Mathiesen, bitte. Man sollte sich öfter scheiden lassen. Wie? Heiraten ist so schön. Und wenn ich es mir genau überlege, eigentlich möchte ich die Zeit der Trennung von dir gar nicht missen. Das ist ja sehr schmeichelhaft für mich. Ah, irgendwie habe ich gewusst, dass du es nicht schaffst ohne mich. Ach, ich bin ja so gespannt. Worauf? Auf unsere Ehe. Da haben wir doch eine 19-jährige Erfahrung. Na, Carsten, du willst doch hoffentlich nicht damit sagen, dass wir einfach so weitermachen, wie wir aufgehört haben? Na, nein. Ich hoffe schon, dass du etwas ruhiger, besonnener wirst. Nein, ganz im Gegenteil. Du musst lebhafter werden, mehr aus dir herausgehen, zeigen, was du fühlst. Das kommt alles durch in die Küche. Ja. Hast du meine Lampe?
Und lass mal bitte rauskommen, ja? Gerade jetzt, wo ich alle Hände voll zu tun habe. Ja, eben, Hele. Eine richtige Familie. Naja, das möchte ich bezweifeln. Wieso? Sie sind doch ein Herz und eine Seele. Es ist eine Zweitehe. Also das müssen Sie mir mal erklären. Emil kann gar nicht der Vater von dem kleinen Pony sein. Ich habe das nachgelesen. Eine Ponymutter trägt ihr Kind 11 Monate. Wir haben Emil erst vor 8 Monaten angeschafft. So. Aber er ist doch sehr lieb zu dem Kleinen, der Emil. Sicher? Aber der Vater ist er nicht. Na ja. Zunchi ist ja auch schon immer mal ausgebüxt. Na, wird es wohl schon früher passiert sein. Emil scheint das nicht übel zu nehmen. Nein. Du sag mal, wolltest du dich nicht um die Sitzordnung kümmern? Ich wollte nur wissen, was hier passiert. Ich habe nämlich so eine dunkle Ahnung. So, eine dunkle Ahnung hast du. Na, dann frag ich dich jetzt. Bringst du es fertig, eine solche Liebe auseinanderzureißen? Nein, nein. Wenn unser Nachbar Zwunschi und ihr Kind bei sich aufnehmen will? Stell dich doch nicht so an. Du weißt genau, was hier abläuft. Schinzens Emil liebt unsere Zwunschi. Mutter. Mutter. Wollen wir eine Ponyfarm aufmachen? Warum nicht? Jetzt sage ich dir, warum dein Protest sinnlos ist. Ich schenke dir Emil zum Hochzeitstag. Nein. Doch. Danke. So frage ich euch vor Gott und dieser seiner Gemeinde. Carsten Mathiesen, willst du diese Annemarie Mathiesen, geborene Hausmann, als deine Ehefrau lieben und ehren und die Ehe mit ihr nach Gottes Gebot und Verheißung führen, in guten wie in bösen Tagen, bis der Tod euch scheidet, so antworte ja mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Annemarie Mathiesen, geborene Hausmann, willst du diesen Carsten Mathiesen als deinen Ehemann lieben und ehren und die Ehe mit ihm nach Gottes Gebot und Verheißung führen, in guten wie in bösen Tagen, bis der Tod euch scheidet, so antworte ja mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. So empfangt nun eure Trauringe vom Altar Gottes und gebt sie euch erneut an die Hand. Diese Ringe sind ein Symbol, ein Zeichen für eine Liebe und Treue, die nicht endet. Denn so wie der Ring nicht Anfang noch Ende hat, so hört die Liebe Gottes in Christus zu euch nicht auf. Und so soll auch eure Liebe ohne Ende sein. Reicht einander die Hand. Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. So kniet nieder und empfangt den Segen Gottes. Der Segen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme über euch und bleibe bei euch, jetzt und immer da. Friede sei mit euch. Amen.
Liebes Brautpaar, liebe Gäste, diese Ansprache wäre mir erspart geblieben, wenn die nunmehr frisch Vermählten das beherzigt hätten, was ich ihnen vor 19 Jahren mit auf den Weg gegeben habe. Natürlich kann ich die Rede von damals nicht noch einmal halten. Sie hat ja auch offensichtlich nichts genützt. Der Klatsch, der in unserer schönen Gegend so zu Hause ist, will wissen, dass das ehemals geschiedene Paar die Trennung von Tisch und Bett gar nicht so ernst genommen hat. Wenn das so war, hätte ich das zu tadeln? Ich habe nachgelesen in der Heiligen Schrift und anderen frommen Büchern, aber keine Auskunft darüber bekommen, ob es besser ist, wenn eine vom Herrn gesegnete Ehe auch nach der irrtümlichen Auflösung sozusagen fortgeführt wird oder nicht. Ja, wie kann ich es also wissen? Die Wege des Herrn sind, wie jeder weiß, unerforschlich. Und die der Menschen auch. Gewiss aber ist, man soll denselben Fehler möglichst nicht zweimal machen. Mit demselben Fehler meine ich natürlich nicht die Hochzeit, sondern die Scheidung. Die kostet nur unnötig viel Geld. Und für eine dritte Hochzeit würde mir wahrscheinlich keine Rede mehr einfallen. Da sind Sie hier noch ein Paradieschen. Na, Heimer. Wie geht's denn? Danke, ist gut. Soll ich dir mal einen Witz erzählen, Pastor? Oh Gott, kein unanständigen, Alter. Bitte, den Pastor. Im Wein ist alles rein. Also, kurz vor der Hochzeitsreise stürzt die junge Braut aufgeregt in die Apotheke. Geben Sie mir bitte eine große Packung Pillen gegen Seekrankheit und eine Klinikpackung Präservative. Sagt der Apotheker, wenn es Sie krank macht, warum lassen Sie es nicht lieber bleiben? In dem Alter ist man jenseits von Gut und Böse. Hast du eine Ahnung, was du... Also gegen Verstopfung, da wirkt ja wunderbar Holunder, ne? Und für die Leber und Galle ist Gänsefingerkraut sehr gut. Also immer einen Teelöffel auf eine Tasse heißes Wasser. Also nicht kochen, nur heiß. Und dann langsam Schluck für Schluck. Nicht nervös und unruhig, sonst hilft das nichts, ne? Schluck für Schluck. Seid ihr sicher gut, Max Jules? Ich wollte nicht stören. Wir wollten danken. Ja, aber das könnt ihr doch. Wir gehen jetzt singen. Gut, ich bin rein. Kinder, kommt doch. Wenn wir ein bisschen zusammenrücken, ist genug Platz. Guck mal aus, Fritz. Ich habe als Kind mal Akkordeon spielen müssen. Seitdem kann ich das nicht mehr hören. Vorwand. Natürlich. Wie immer ein bisschen Shampoo nach. Ne? Und ein bisschen mehr. Nein, kein Sekt mehr, Pitt. Hol dir selters Wasser. Weißt du, was du für einen Unsinn redest, wenn du beschwipst bist? Ja, das wissen wir doch, der. Dann erzählt er, dass er dich liebt und heiratet. Also, wenn ich das hier so sehe, bekäme ich schon Lust dazu. Wo seid ihr gerade, die Tee? Pass auf, du. Ja?
Ja. Also für die Leber ist ja Gänsefingerkraut das Beste als Tee, nicht? Und dann schön lange ziehen lassen und dann Schluck für Schluck. Nicht nervös, nicht unruhig, sonst hilft das nichts, nicht? Ja. Guck mal, die knutschen. Der Drögertee. Sie soll ja noch mit dem Schinker verheiratet sein. Na ja? Ach was, das war doch eine geschäftliche Liaison. Sag mal, ist der eigentlich nur in der Klinik, oder? Gestern ist er überstellt worden. Ins Kittchen. Was ist denn hier los? Kerstin, was macht ihr denn hier? Morgen. Na, schlafen. Habt ihr kein Bett? In meinem Zimmer schlafen Petersen und seine Freundin. Und in meinem die Türken. Ach so, ja. Die habe ich ja da einquartiert. Ich muss auch ganz schön beduselt gewesen sein. Hoffentlich waren nicht auch Gäste im Schlafzimmer bei Carsten und Annemarie. Doch. Vati und Mutti sind mit zu Bohm, die Fürstensuite. Doch, doch. Gerüchten zufolge soll sich da dieser Lokalreporter mit seiner Verlobten eingenistet haben. Sowas habe ich kommen sehen. Da organisiert man alles bis ins Letzte. Und dann herrscht doch ein heilloses Chaos. Also los, raus aus dem Stroh. Ihr könnt mir beim Aufräumen und beim Füttern helfen. Sind es viele heute? Oh ja, voll. Das kommt wahrscheinlich durch die Ärztestelle. Wer ist der Erste, bitte? Schau mal, sie will nichts mehr von der Praxis wissen. Nur noch die Tiere. Hättest du das für möglich gehalten? Bei deiner Mutter ist alles möglich. Tu dir keinen Zwang an, Doktor. Du bist jetzt verheiratet. Also, wo tut's denn weh?